Hallo und herzlich willkommen bei meinem Video. Heute ist der 11.09.2020. Ich habe gestern meine Zahn-OP hinter mich gebracht. Mir wurden im Endeffekt zwei Zähne gerissen. Wenn ich jetzt bereit grinse, sieht man ein Zahnloch. Hier. Hier. Au. Also darf ich nicht mehr breit grinsen. Zwei Eckzähne wurden mir gerissen. Ich habe eigentlich nur mit einem gerechnet, aber naja. Und ich habe die Narkose ganz gut überstanden. Ich hatte starke Nachblutungen, aber es ging. Und der Hals hat mir bis heute gekratzt von der Intubation. Und da kriegt man ja so einen Schlauch in die Lunge, damit man nichts verschluckt oder so. Und da kriegt man auch Sauerstoff. Und das kratzt dann immer 2-3 Tage. Meine Stimme hört sich noch immer ein bisschen belegt an, aber es wird besser. Und ich bin auch immer ziemlich müde von der Narkose. Morgen muss ich aufstehen, weil die Volkshilfe kommt. Ist auch dringend notwendig, weil meine Haare total. Und sonst geht's mir gut. Nur dass ich sehr müde bin. Als bin ich eh immer, aber jetzt noch mehr von der Narkose. Und ein bisschen habe ich Schmerzen, aber ich nehme alle paar Stunden ein Schmerzmittel. Damit geht's. Und ich habe gestern beim Husten noch ganz viel Blut gespuckt, aber weil die zwei Löcher, wo jetzt die Zähne fehlen, ziemlich nachgeblutet haben, aber ich habe gestern auch mit dem Handtuch auf dem Polster geschlagen, damit ich nichts anblute, wenn ich spucke oder so. Aber heute geht's wieder, heute blutet nichts mehr. Ich habe auch schon ein paar Zigaretten geraucht und Kaffee getrunken. Aber es geht halt nur weiche Kost und so Pudding und so. Weil beißen kann ich nicht viel. Ein paar Plomben haben sie mir auch gemacht. Davon steht eine ganz komisch raus. Da muss ich noch das Eck abbeißen, das mich stört. Hoffentlich geht die nicht ganz wieder raus, aber naja. Und morgen kommt Sonja wieder. Heute habe ich mir den Tag freigelassen, um mich zu erholen. Und mir kratzt der Hals noch immer, deswegen huste ich auch. Und sonst gibt's nicht viel Neues. Ich bin gestern dann noch eine Weile vom Computer gesessen, nach der Narkose, weil ich ziemlich Kreuzweh hatte und mich nicht gleich hinlegen wollte. Aber dann habe ich noch einen Obstgraten gegessen und dann bin ich ins Bett gegangen und habe eigentlich relativ gut durchgeschlafen. Ich habe nicht mal was getrunken in der Nacht. Und heute geht's mir schon deutlich besser. Obwohl ich ein bisschen geschwollen aussehe im Gesicht. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht an den zwei gerissenen Zähnen, aber die sind ja weiter vorn. Aber naja. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Ines.